Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Gothic, die Welt der Verurteilten. So, wir sind hier in der neuen Mine vom neuen Lager. Jo, werden glaube ich noch ein bisschen quatschen mit dem Kerl hier. Vielleicht kriegen wir noch einen Reis. Und dann glaube ich, werden wir uns schon langsam mal Richtung Sumpflager aufmachen, würde ich sagen. Laut euren Kommentaren werde ich höchstwahrscheinlich dann ein Wassermagier werden. Also es wäre mein großes Ziel. Das heißt, wir werden uns dann höchstwahrscheinlich den Kerlen hier anschließen, um ein Wassermagier zu werden. Jo, soweit, so gut. Hey du. Jo, du. Genau du. Rauch mal noch ein Stück. Ja, genau. So, wie viel Erz habt ihr schon gesammelt? Die Magier sagen, viel brauchen wir nicht mehr. Geh ins neue Lager und sieh dir den Haufen an. Okay, das hatten wir schon. Und noch wegen Reis, aber ich glaube, doch, kriegen wir noch was. Sehr gut. 3 Portionchen Reis haben wir bekommen. Jo, nimm 3 Portionen für dich. Aber teil sie dir gut ein. Das muss den ganzen Tag reichen. Jo, danke. Frühstück, Mittag, Abendessen, nur Reis. Sehr gut. Gut, das zudem, ich glaube, die Häuseln aus Raum rendiert sie da nicht so wirklich. Da gibt es nur ein paar Schüsselchen und bläh. Also das ist eher was für arme Schlucker. So, ich will hier jetzt wieder weg. Hätte ich müssen, wo lang? Hier rauf, ne? Da so rauf, ja. Da wir halt noch nichts haben zum Teleportieren, keinen Runenstein, müssen wir halt leider Gottes hatschen, wie die Bekloppten. Aber wurscht, vielleicht finden wir unterwegs irgendein Opfer an. Wir werden sogar noch einmal den Fluss entlang laufen, wie wir es von der alten Mine her getan haben. Dort gab es ja auf der anderen Seite ein paar Lurker zu besiegen. Da wir jetzt den Dammlurker schon erfolgreich niedergerungen haben, dürften diese Viecher jetzt auch kein Problem für uns sein. Natürlich immer schön einzeln. Gruppenschlechter ist noch nicht so ratsam mit unserem momentanigen Equipped. So ja. Gut, also da sind wir fertig, haben wir auch angeschaut. Wie gesagt, das Sumpflager schauen wir uns noch an. Werden auch auf dem Weg dorthin oder zurück, je nachdem. Ich glaube eher zurück, weil hin werden wir uns, glaube ich, bringen lassen. Einfach, um mehr Schutz zu haben. Jo, lassen wir uns führen. Und beim Retourgang werden wir, glaube ich, dann alles, was möglich ist, plätten. Außer den Schattenläufer, der im Wald haust. Das machen wir später. Jo. So. Gut, gut. Und das zudem. Ich werde mich auch, glaube ich, kurz mal hinlegen, weil es könnte sein, dass es wieder recht finster ist für euch hier. Jo. Hau ich mich kurz aufs Hapferl. Ins Hapferl. Da können wir uns aber auch noch eine Wohnung freikloppen. Das werden wir, glaube ich, auch machen. Muss mal kurz was schauen. 13 Lernpunkte, Stärke 30. Ich glaube, ihr wisst schon, worauf ich hinaus möchte. Ein bisschen Einhandwaffe lernen. Herr Kort, könntest du mir im Akkord erklären, wie ich Einhänder stärker, also besser führen kann? 10 Lernpunkte, 30 Erz. Ja, ich opfer das jetzt mal. Ich will besser mit Einhandwaffen umgehen können. Ja, bitte. Gute Entscheidung. Ja. Um deine Technik zu verbessern, musst du erst einmal lernen, deine Waffe richtig zu halten. Anfänger neigen dazu, Einhandwaffen mit beiden Händen zu halten. Mit sowas fängst du am besten gar nicht erst an. Das behindert dich nur. Okay. Halt die Waffe mit einer Hand, Klinge nach oben und dann immer schön schwingen lassen. Du musst lernen, den Schwung deiner Waffe mit deinen Bewegungen in Einklang zu bringen. Dann kannst du schneller zuschlagen. Wenn du dich an meine Anweisungen hältst, wirst du in Zukunft eleganter und vor allem schneller kämpfen. Ach, und noch was. Manche Treffer richten mehr Schaden an als andere. Als Anfänger hast du nur eine geringe Chance, solche kritischen Treffer zu landen. Aber je weiter du fortschreitest,
desto besser wird diese Fähigkeit. Die Firma dankt. So viel Lernpunkte habe ich noch nicht. 20 und 50 Erz. Vom Preis her ist es ja rentabel. Wenn man so zum Beispiel jetzt an Risen denkt. 500 und 1000 Goldstücke, gib her den Zaster. Das haben wir mit 30 Erz und 50 Erz echt billig. Gut, das zu dem. Die Lernpunkte fehlen mir noch, aber das wird schon werden. Jetzt können wir ein bisschen besser zuschlagen. Das sollte jetzt, glaube ich, war das da oben die Wohnung? Entweder die oder die. Ich glaube, die Wohnung dürfte dann frei sein, wenn wir den... Genau, wenn wir den, glaube ich, vermöbeln, ne? Gut. Warten Sie, warten Sie. Wir haben den Morgenstern, genau, den Blutfliegenstachel, der war ja etwas schwächer. Die Butlerhose ziehe ich gleich mal an. Lol, die ist doch stärker. Schürferklamotten. Ach so, die hatte ich an wegen Trottel. Ich Trottel. Die hatte ich ja an wegen Einschleimen bei den... hier, ne, bei den Söldnern. Dass ich ausschaue wie ein Dings, aber wenn ich jetzt gegen den kämpfen möchte und eventuell noch gewinnen möchte, wäre ja super, sollte ich mich besser der Butlerhose hier bedienen. Genau, futtern wollte ich noch. Ja, der könnte ich jetzt grob aufs Goschel kriegen. Das wäre dann nicht so fein. Und vielleicht noch eine Beere dazu, zwei sogar. So, gut, dann würde ich sagen, wir speichern das Ganze, weil ich kriege höchstwahrscheinlich selber ordentlich auf die Gosch. Und jo, das wäre nicht so fein. Hallo Schreik. Ich möchte gerne dein Häuschen haben. Wie geht's? Wie sieht's aus? Verpiss dich! Nee, ich hätte schon gern dein Häuschen. Ich glaube, den darf man einfach so umklatschen jetzt, ne? Ohne Herausforderung. Weg mit der... Oh. Damaliger Kampf. Aber es wäre möglich. Warte mal ganz kurz. Es wäre möglich, nachdem wir ihn schon in den Rücken schlagen dürfen, mehr oder weniger, wäre es schon einmal möglich. Weg mit der Waffe, weg damit! Endlich lieferst du mir einen Grund. Jawohl! Einmaliger Kampf. Sehr gut. Jetzt gehört normal die Bude uns, ne? Weil wir haben den jetzt ja umgehauen. Glaube ich. Werden wir gleich sehen, ob es richtig war. Zack, 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 zack. Ausräumen, 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 schneller. Jawohl. Sehr gut. Alles gehört uns. Stachelkeule, ist die besser als unsere? Nicht wirklich, na. Das Haus... Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Macht nichts. Was willst du von mir? Willst du dich nochmal mit mir anlegen? Mach, dass du wegkommst. Mach, dass du wegkommst. Wir sprechen uns noch. Danke. So, jetzt haben wir schon mal unser Häuschen. Hey, du! Das ist jetzt mein Haus. Hey, du! Ja? Du hast da drinnen nichts zu suchen. Doch, es ist jetzt eigentlich offiziell mein Haus. Bei wem musste ich mich denn da jetzt melden? Oh. Haha. Das habe ich jetzt in der Tat vergessen. Neuer Schmied, Shrikes Hütte, da. Warte. Gorn. Ah, ich habe mir gedacht noch, dass es Gorn eventuell war. Ich habe es mir gerade gedacht und wollte noch schnell nachschauen. Ja, also wir gehen jetzt zu Gorn, sagen ihm, dass wir ihn vermöbelt haben. Die Blutspur ist ja eindeutig. Dass wir das Häuschen gern hätten. Hallo, Shrike hat sich eine andere Hütte gesucht. Shrike hat sich eine andere Hütte gesucht. Ja. Gut. Gerade noch hat mich Tarloff darauf angesprochen, dass er dem Burschen das Fell über die Ohren ziehen wollte. Für dich. Man muss ja nicht. Pass auf, wenn du dich einem anderen Lager anschließen, werden dich die anderen Söldner aus der Hütte jagen. Die Jungs sehen es nicht gern, wenn sich Gardisten in unsere Hütte legen. Ach nee, hör auf. Wie kann das sein? Bis später. Okay. Bis später. Best Friend, Gorn. Die Keilschen gehört jetzt mir. Hey, du! Du, das Haus gehört jetzt... Was willst du von mir? Willst du dich nochmal mit mir anlegen? Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Verpiss dich! Ja, aber das gehört... Die Hütten gehört jetzt ja mir, ne? Eigentlich. Vielleicht muss ich noch mit Torloff reden.
Ich frag mal nach. Du, Torloff. Ich will bei euch mitmachen. Bevor du nicht einiges auf dem Kasten hast, wird Lee dich nicht nehmen. Okay. Das sag ich dir gleich. Und bis du besser bist, solltest du dich mit Laris und seinen Jungs gut stellen. Wenn du einen Tipp willst, Junge. Klau was Wichtiges aus dem alten Lager oder der alten Mine. Habe ich schon. Wenn die Jungs hier merken, dass du gegen Gomez bist, hast du hier keine Probleme mehr. Und wie stelle ich das an? Du musst ihr Vertrauen gewinnen und dann haust du sie übers Ohr. Ja. Diego ist da natürlich nicht erfreut, aber er ist zum Glück so ein cooler Kerl und lässt uns die freie Wahl, wo wir antanzen wollen. Oh, hoppla. Und ja, wie gesagt, Wassermagier, ich habe es noch nie probiert. Ich würde es gern probieren und ich denke schon, dass wir uns hier mal einschreiben müssen, dürfen, uns hocharbeiten dürfen und später dann ein Magier sein dürfen. Yippie! Also, ja, jetzt wäre noch die Sache mit Lee, ne? Ich würde da gern zu ihm rein. Aber bevor ich jetzt das abgebe, wäre gut noch das Sumpflager besuchen. Ja. Ich wohne jetzt trotzdem nochmal bei Shrikes Haus. Oder ich gehe rüber zu den Bauern. Vielleicht haben die noch ein Bettchen frei für mich. Ja, machen wir so. Und dann machen wir uns noch schnurstracks auf den Weg zum Sumpflager. Hoppala. Und schauen wir uns dort noch kurz um. Nehmen die ganzen Erfahrungsstufen mit, die es da so gibt. Die Erfahrungspunkte. Und dann lernen wir vielleicht noch was, wenn wir genug haben. Jo. Und dann, wenn wir so ringsherum alles geplättet haben, was wir dürfen, weil das können wir ja alles mitnehmen, was sich umbringen lässt, dann werden wir uns hier einschreiben. Ja. Hallo, ich möchte mich gerne hinlegen. Nein, ich störe nicht. Nein, nicht hinlegen. Du, ach komm. Darf ich mich? Du mich? Weil ich mich da gern hinlegen möchte. Ins Was Bettchen. Ist los? Ich möchte mich nur hier ins Bett. Nur bis zum du Morgen. Störst meine Nachtruhe. Entschuldigung, es waren Was meine schweren los? Stiefel. Ich bin gleich weg. Ah. So. Ja, genau. So, jetzt darfst du wieder. Tschüss. Entschuldigung nochmal. Wunderbar, es regnet, die Dusche der Natur, wunderbar, stinkt mal weniger, das ist fein. Gut, dann gehen wir jetzt zurück zum alten Lager. Ich glaube, hier sollten wir ja fertig sein. Und der Banditen, war da noch was? Warte, ich will immer das mit so. Einer der Banditen aus dem neuen Lager erzählte mir von einem Banditen namens Butch, der die Angewohnheit hat, Neulingen das Fell über die Ohren zu ziehen. Vielleicht sollte ich ihm mal eine Lektion erteilen, sodass ich mir etwas Respekt im Lager verschaffe. Ajo, den Kerl. Wo war denn der Putsch? Ist es dann ein Putschversuch? Ja. So. War der Putsch denn nicht hier drin? Wo willst du denn hin? Da rein. Na, da rein. Vergiss es. Silas will in seiner Kneipe nur Schürfer und Banditen sehen. Warte, da probieren wir jetzt was. Hörst wohl schlecht, Bürschchen. Nö, ich habe mir jetzt eine andere Hose angezogen, also jetzt gehöre ich ja streng gesehen zu euch. Ich speichere das lieber mal, bevor ich noch auf die Fresse krieg. Kann ja mal passieren da, ne? Meine Herren, ich will da... Dürfte ich bitte... Ich bin Schürfer und ich habe Durst. Ich bin Schürfer und ich habe Durst. Du siehst doch aus wie einer von den Dreckfressern. Immer rein mit dir. Wie geil. Es funktioniert wirklich mit der Hose. Wie cool. Habe ich auch noch nie probiert gehabt. Hallo, Herr... Bar Isidro. Hey, du siehst nicht sehr glücklich aus. Du hast ein Problem. Bal Kagan will dafür sorgen, dass du ersetzt wirst. Du siehst nicht glücklich aus. Ja. Du siehst nicht sehr glücklich aus. Mhm. Bin ich auch nicht. Ich muss noch einen ganzen Berg Kraut loswerden. Du bist hier, um Waren aus dem Sektenlager zu verkaufen? Ja, aber ich kann mich einfach nicht aufraffen. Ich könnte was für dich verkaufen, wenn du möchtest.
Gegen Bezahlung. Ich könnte das Kraut für dich verkaufen. Gegen Beteiligung, versteht sich. Vergiss es. So besoffen bin ich nun auch wieder nicht. Du brennst doch einfach damit durch. Beim anderen hat's auch gut hingehauen. Du hast ein Problem. Naja, trink. Hier, trink noch einen auf meine Rechnung. Probier was mal. Hier, trink noch einen auf meine Rechnung. Ja. Danke, Mann. Ich trinke auf dein Wohl. Ja, bitte, das kann man immer brauchen. Gut, überlegst dir, gib mir das Kraut und wir teilen uns den Gewinn. Überlegst dir, gib mir das Kraut und wir teilen den Gewinn. Nee, Mann, ich schaff das schon noch. Du hast ein Problem. Ich sag dir was, du hast ein Problem. Balkhagan will dafür sorgen, dass du ersetzt wirst. Was? Beim großen Schläfer. Ich muss das Zeug loswerden. Probieren wir's nochmal. Überleg's dir. Mhm. Gib mir das Kraut und wir teilen den Gewinn. Oh Mann, ich muss das Zeug loswerden. Du willst mich doch nicht übers Ohr hauen, oder? Ich geb dir mein Wort. Gut, hier ist das Zeug. Du müsstest mindestens 400 Erz dafür kriegen, also 200 für jeden. Bin die ganze Zeit hier. Wenn du das Erz hast, komm zurück. Weißt du, wer größere Mengen abnimmt? Wenn ich das wüsste, wäre ich selber losgegangen. Jetzt, wo ich das Zeug los bin, fühle ich mich schon viel besser. Ja, dann fällt das Saufen gleich leichter, ne? Gut. Würde ich sagen, nochmal speichern. Da das jetzt so gut hingehauen hat mit dem Kneipenbesuch hier. Wer sind denn Sie? Ein Schürfer. Wer sind Sie? Ein Reisschnaps. Du bist ein namenloser Senjan. Hallo. Hey, du. Du kommst aus der freien Mine, richtig? Du kommst aus der freien Mine, richtig? Richtig. Wie hast du das bloß rausgefunden? Das waren deine Muskeln. Ja. Darf ich hier weiter oder werde ich umgebracht? Hallo? Wohnt hier jemand? Was soll ich da lieber... Vielleicht sollte ich hier lieber... Oh, da ist jemand. Hallo? Hey, was machst du hier? Was machst du hier? Ich brenne den Reisschnaps, Junge. Oh. Hier, nimm eine Flasche, aber sag nichts Silas. Danke. Wie läuft das Schnapsbrennergeschäft? Wie läuft das Schnapsbrennergeschäft? Ich kann kaum so viel nachlegen, wie die Kerle wegsaufen. Ist auch ganz gut so. Solange ich hier genug zu tun habe, lassen mich die Jungs vom Reislord in Ruhe. Ja, ist ja besser hier, als wir unten schwitzen, ne? Kannst du mir was beibringen über das Brennen? Sicher kann ich dir was beibringen. Du musst nur die nötigen Erfahrungen dafür mitbringen, Junge. Ja, genau. Ein LP, das schaffe ich gerade so. Ich will lernen, Reisschnaps zu brennen. Gut, gut. Du beginnst, indem du das Wasser mit dem Alkohol mischst. Es ist ganz einfach. Danach gibst du die Reispflanzen zu deiner Mixtur hinzu. Genau. Und dann pass auf, dass du den Schnaps nicht zu heiß brennst. Das verdirbt den gesamten Geschmack des Reisschnaps. Genau. Immer schön sachte. Was kannst du über den Reislord sagen? Was kannst du mir über den Reislord sagen? Ja. Er ist ein verdammtes Schwein. Seine Schläger suchen sich die Schwachen aus, um sie zur Arbeit auf den Feldern zu zwingen. Ja. Der Einzige, der sich wehren könnte, ist Horatio. Aber der hat mit Gewalt nichts am Hut. Ich habe mal gehört, wie er gesagt hat, er würde dem Reislord gerne den Schädel einschlagen. Aber das würde der nie tun. Seine Überzeugung hält ihn davon ab. Haben wir dafür gemacht. Was haben wir denn hier? Einen Alchemietisch. Und ich denke mal, den Alchemietisch wird hier so quasi zwecksentfremdet fürs Brauen. Ne? Weil so ein Braukessel gab es ja erst, glaube ich, offiziell mit Risen, glaube ich, ne? Glaube ich. Lassen Sie mich lügen. Aber ich glaube schon. So. Ja. Was haben wir denn da? Eine Terrasse. Also gut gehen tut es den Leuten hier schon, ne?
Jetzt haben sie hier noch eine Terrasse, wo sie saufen können im Sommer. Wo sie auch ein bisschen überdacht haben hier, ne? Wenn es schifft, dass es da also regnet. Dass sie dann nicht nass werden. Ist ja super hier. Oh, wer sind denn sie? Wo kommst denn du jetzt her? Du bist ein Mordrak. Oh, dich kennen wir ja. Hey, wie geht's? Ne, zeig mir deine Ware, okay. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Ja. Immer noch ein armer Schlucker. 23 Erz. Jagd und Beute, das magische Erz. Wie viel ist denn das wert? 100 jeweils. Ich glaube, so eine Bierkala wären gut zu kaufen, ne? Alt aussehendes Schmuckstück, alter Ringe, das ist wirklich nicht wirklich. Also, was haben wir dann hier noch? Rostiges Schwert, ja danke. Was hat er noch? Ja, nichts Besonderes eigentlich. Bei dem, was verkaufen, da bringen wir echt nichts zusammen. Das lassen wir lieber. Wer sind denn Sie da hinten? Ein Seifer. Den Seifer. Den lernen wir im zweiten Teil ja auch recht gut kennen, weil da bin ich immer mit Liebe Söldner gewesen. Weil die Söldner wurden dann ja zu Drachenjägern, ne? Drachentöter? Drachenjäger? Irgend sowas. Irgendwas mit Drache. Drache kaputt machen auf jeden Fall. Und die Rüstung war so cool. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Wir haben Gomez mal wieder ins Essen gespuckt. Mahlzeit. Drei tote Gardisten und eine ganze Menge Zeug zum Verhökern. Darauf trinke ich. Du bist einer von den Jungs, die ständig das alte Lager überfallen. Nein, nur wenn sich eine lohnende Gelegenheit bietet. Was hast du anzubieten? Was hast du anzubieten? Die Frage ist doch, was hast du anzubieten? Ich bin nur an größeren Lieferungen interessiert. Damit kann ich nicht dienen. Dann komm wieder, wenn du es kannst. Okay, okay. Entschuldigen Sie. Gut. So. Wir müssen jetzt jemanden finden, der sehr gerne große Mengen Kraut kaufen würde. Ich habe keine Ahnung. Mal schauen, ob das so noch immer geht. Kampf provozieren. Na, das will ich nicht unbedingt. Warte mal kurz. Wo finde ich? Ende. Warte kurz. Noch einmal kurz. Ja, ich jetzt kann speichern. Jetzt bin ich gespannt, ob wie viel wir da kriegen für das Sumpfkraut. Willst du etwas Sumpfkraut? Ich gebe dir 10 Erz dafür. Hier. Wenn du mal wieder was loswerden willst, komm zu mir. Ciao. Wie schaut's bei dir aus? Da. Du siehst aus, als wenn du etwas Sumpfkraut haben wolltest. Hast du was? Ich nehme einen Stängel für 10 Erz. Kannst jederzeit wiederkommen, Bruder. Danke. Wie viel Stängel haben wir da bekommen? Viel, glaube ich, ne? Warte mal. Warte. Ich habe keine Ahnung. Ist das das alles, was wir hier bekommen haben? Du liebe Zeit, 50 Stück? Jesus Maria. Ich brauche jemanden, der wirklich große Mengen abkauft. Ich habe keine Ahnung. Darf ich hier rein? Danke. Wo soll's denn hingehen? Ich will zu Laris. Ja, bitte. Laris ist hier. Aber ohne guten Grund wirst du ihn nicht stören. Ich habe Bedarfsliste Altmine. Mordrak schickt mich. Ich will mich eurer Bande anschließen, Mordrak. Mordrak schickt mich. Mordrak ist schon lange nicht mehr hier. Er ist vielleicht schon längst zum alten Lager übergelaufen. Ich bin mit ihm hier hingekommen. Mordrak ist wieder hier? Wenn du ihn siehst, sag ihm, Laris will ihn sehen. Mordrak hat mir etwas für Laris gegeben. Was? Einen Ring. Bestimmt ein kostbares Stück. Gut, du kannst zu ihm. Danke. Das mit der Ding lasse ich noch. Laris, guten Abend, guten Tag, besser gesagt, Servus. Hallo. Hey, du. Ich will mich eurer Bande anschließen. Wo kann ich hier was lernen? Wo finde ich? Na, wo finde ich, gibt's nicht. Okay. Ja? Ich will mich eurer Bande anschließen.
So. Was hast du denn vorzuweisen? Nix. Mordrak schickt mich. Ring für dich. Mordrak schickt mich. Er hat mir einen Ring für dich gegeben. Ja. Ein wertvolles Stück. Es ist bei uns üblich, einen Teil der Beute mit dem Anführer zu teilen. Aber dass er dir den Ring gegeben hat, zeigt, dass er einiges von dir hält. Ich will, dass du zu ihm gehst und ihm etwas ausrichtest. Sag ihm, ich will jemanden im Sektenlager haben. Die Bruderschaft plant irgendwas Großes. Ich will genau wissen, was da abläuft. Also unser namenloser Held könnte problemlos Synchronsprecher werden. Der schafft es, mit zwei unterschiedlichen Stimmen zu sprechen. Wahnsinn! Der hat gerade den vollen Text für Laris gesprochen. Ja, unser Held ist einfach ein Phänomen. Unglaublich. Reicht das, damit ich aufgenommen werden kann? Na, ich glaube eher nicht. Was kann ich noch machen? Das schon eher. Was kann ich noch machen? Baal Isidro aus dem Sektenlager hat Kraut im Wert von mindestens 400 Erz bei sich. Ich will, dass du es ihm abnimmst. Egal wie. Wenn du den Riesenhaufen Kraut meinst, den habe ich mir schon unter den Nagel gerissen. Du scheinst mir einer von der schnellen Sorte zu sein. Wenn du das Kraut hast, verkauf es. Die 400 Erz bringst du zu mir. Dann unterhalten wir uns nochmal darüber, ob du in die Bande aufgenommen wirst. Ach du Heilige. Habe ich 400 Erz? Reicht das? Wo kann ich was lernen? Das vielleicht noch. Wo kann ich hier was lernen? Bei mir. Ich kann dir beibringen, deine Geschicklichkeit und Stärke zu verbessern. Ja. Gleich wie Diego. Sehr gut. Ich lasse das jetzt mal. Boah, muss ich das jetzt echt... Du schon wieder? Ja, ich war gerade im Haus, ne? Also ich muss hier wieder durch. Der ist ja komisch. Naja. Boah, wen... Hey, du. Warst du derjenige, der mir hat? Na, aber es war... Ich kann mich erinnern, es gab tatsächlich irgendjemanden, der hätte sich gefreut, glaube ich, tatsächlich, wenn er mehr bekommen hätte. Sollte ich mich nochmal melden, glaube ich. War da nicht irgendjemand? Verdammt. Werden wir wohl finden. So viele mit Namen gibt es nicht. Basta, hey, du. Was tut das? Ah, das war der Akrobatik-Typi, genau. Oh je, ich glaube, das habe ich vergessen. Ja, ja, das bin typisch ich. Achtung, nicht den Fuß brechen. Sehr gut. Bandit, Bandit, da ist nur normalerweise Wolf. Der ist nur an Rüstungssachen interessiert, ne? Bessere Rüstung, Bogen, kannst du mir eine Rüstung bauen? Ich habe hier ein paar Felle für dich. Da wäre auch noch gut zu schauen, wie viel Erz ich denn schon habe. Ja, 300 Stück. Njau. Ach, du Heilige. Bandit, 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 Bandit. Der dreht sich im Kreis. Wer? Hey, Homer Simpson. Hallo. Alles klar beim Damm? Alles klar beim Damm. Steht wie eine Festung. Den kriegt so schnell nichts klein. Okay. Dann viel Spaß beim Drehen. Nein, 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 nein. Butch. Ui. Das ist der aufs Maul Hauli, ne? Da werde ich nochmal schnell speichern. Muss ich kurz auf die Uhr schauen. Mhm, der Part wäre eigentlich auch zu Ende. Den verhaue ich im nächsten Part, glaube ich. Ich werde es versuchen. Ich hoffe, ich gewinne. Da möchte ich jetzt meine Butlerhose noch anziehen. Dann wird es schon klappen, glaube ich, ne? Machen wir das noch? So. Und dann würde ich sagen, beenden wir den Part und im nächsten probieren wir den Kerl da aufs Goschel zu hauen, ne? Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.